Sendung Geld mit Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung und Raiffeisen, Ihre Partner für alle Geldfragen. Guten Abend, herzlich willkommen bei der Sendung Geld. Es ist schon fast zum Verzweifeln. Wer sein Geld möglichst sicher anlegen will, möglichst keine Risiken möchte eingehen, überkommt auf seinem Sparbatzen praktisch keine Rendite mehr oder macht sogar Verlust. Erst recht, wenn man auch Gebühren noch mit berücksichtigt. Negativzinsen, die die Nationalbank eingeführt haben, machen es fast unmöglich, sein Kapital auf der einen Seite sicher und auf der anderen Seite lohnend zu investieren. Wie erreicht man aktuell trotz tiefen Zinsen eine anständige Rendite? Darüber reden wir jetzt mit dem Götz Rether, Bankleitungsmitglied bei der Raiffeisen Bank Luzern. Ja, höchste Sicherheit bietet in der Schweiz Bundesobligationen, aber da verliert man faktisch Geld. Wäre der Bundesobligation ein Auslaufmodell? Nein, ein Auslaufmodell glaube ich jetzt eher nicht. Das sieht man auch an den höheren Preisen an, die am Markt gezahlt werden für Bundesobligationen. Gut, für den renditeorientierten Privatanleger, die im Schweizer Franken Geld anlegen, sind Bundesobligationen aktuell eher uninteressant zu diesen Konditionen. Aber institutionelle Anleger, die aufgrund von gewissen Anlagevorschriften oder fehlenden Anlagerisikofähigkeit eingeschränkt sind, die nennen eigentlich die Negativzinsen in Kauf bei mittler bis langer Laufzeit. Aber auch andere sichere Frankenanleihen bringen praktisch keine Rendite mehr. Was für eine Strategie empfehlen Sie denn für Leute, die eben sichere Obligationen suchen? Gut, Anleger, die ausschliesslich sichere Obligationen suchen, müssen einfach in Kauf nehmen, dass aufgrund der aktuellen Geldpolitik in dieser Anlageklasse relativ tiefe Rendite nur möglich ist. Wenn man mehr Rendite will, muss man einfach aktuell auch bereit sein, mehr Risiko in Kauf zu nehmen. Ja, eben, Sie sagen mehr Risiko, also mehr Rendite bringen bei Obligationen, z.B. Fremdwährungsanleihen oder eben Obligationen mit einem schlechteren Rating. Lohnt sich der Kompromiss bei der Sicherheit wirklich? Ja, ich denke, das lohnt sich sicher für Fremdwährungsanleihen, wo für längere Laufzeiten auch einen höheren Aufschlag gezahlt wird als im Schweizer Franken. Aber das Währungsrisiko muss natürlich abgesichert sein, weil wir erachten den Zinsunterschied nicht als genug hoch, dass man jetzt da noch das Währungsrisiko könnte eingehen. Eine Beimischung von High-Yield-Bonds macht beim aktuellen Zinsniveau unseres Erachtens eigentlich auch Sinn, aber auch währungsabgesichert diversifiziert. Weil Sie keinen Ausweg aus dem Dilemma zwischen dem Wunsch nach höherer Sicherheit und fehlender Rendite sehen, lassen viele ihr Geld einfach auf dem Bankkonto liegen. Doch auch hier geht die Rechnung oft nicht mehr auf. Viele Institute zahlen nur noch ganz wenig oder gar kein Zins mehr. Nach Abzug der Kontoführungsgebühren sind etliche Sparer faktisch heute schon mit Negativzinsen konfrontiert, obwohl die Nationalbank diese Massnahme nur für Grossanleger eingeführt hat. Ja, Götz Rether, soll man sein Geld einfach ins Bankschliessfach legen, weil es einfach auf dem Konto eigentlich sowieso praktisch keinen Zins mehr gibt? Oder soll man lieber in Gold investieren, wenn man eben Sicherheit sucht? Gut, das Bankschliessfach verursacht Kosten. Umtrieb ist eigentlich unseres Erachtens keine Alternative. Und das Gold beinhaltet zusätzliches Risiko. Wenn man denkt, 2012 bis heute hat das Gold je nach Variante zwischen 30% und 40% verloren. Also mit diesen Kursrisiken ist eigentlich Gold auch nicht eine Alternative für ein Sparkonto. Aber was gibt es denn für Alternativen eben für sicherheitsorientierte Anleger? Wir favorisieren breit diversifizierte Anlagestrategien, die auch in andere Risikoprofile investieren, also auch in andere Risikoprämien wie Aktien, hochverzinste Obligationen, alternative Anlagen, Immobilien usw. Weil wir glauben, dass im Rahmen des Gesamtvermögens viele Anleger Platz haben, auch ein risikoreichere Anlageklassen zu investieren. Was halten Sie auf der Suche nach einem heissen Tipp von Aktien mit einer höheren Dividendenrendite wie eine Novartis, wie eine Swisscom, eine Nestlé, eine Swissre oder eine Zürich? Wie gross sind da die Risiken? Gut, für den sicheren heissen Tipp müssten wir eigentlich im Eigenschein anrufen. Ja. nein, Spass beiseite. Wir favorisieren in diesem Bereich wiederum diversifizierte Lösungen, die in Qualitätsaktien mit hohen Dividenden fokussiert sind. Die Suche nach einem heissen Tipp ist unseres Erachtens für die Erreichung des Anlageziels nicht geeignet. Weil das Risiko ist einfach auf einen Titel zu setzen viel zu gross. Wenn man mal einen grösseren Verlust hat, dann kann der meistens nicht mehr weggemacht werden. Danke vielmals für den Tipp, Götz Rether. Wir sehen, hohe Sicherheit hat immer einen Preis. Gratis gibt es auch beim Geldanlegen definitiv nichts. Tiefe Zinsen hin oder her, Hochkonjunktur haben auch bei uns in der Schweiz die Anwälte. Immer häufiger werden Konflikte rechtlich ausgetragen.
Auch wenn man sich korrekt verhält, muss man befürchten, irgendwann mit einer Klage und vielleicht sogar mit einem teuren Gerichtsprozess konfrontiert zu sein. Absichern gegen die finanziellen Folgen kann man sich mit Rechtsschutzversicherungen. Doch was sind die wirklich wert? Tipps dazu bringen wir heute in einer Woche. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ganz ohne Anwalt und Streitereien. Die Sendung Geld mit Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung und Raiffeisen, Ihre Partner für alle Geldfragen.